Ja, morgen in der Rockoper hier. Ich muss jetzt mal ein bisschen leiser sein, weil das Konzert läuft ja noch. Ja, ich bin heute Abend auf dem Konzert von Genesis. Ja, ich habe mich nicht versprochen. Das ist schon richtig. Genesis. Europas größte Genesis Tribute Show. So, und die sind heute Abend in Flensburg. Ausverkauftes Haus. Deshalb muss ich ein bisschen leiser sein. Junge, 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 hier ist was los. Die Jungs auf der Bühne. Boah. Einfach der Hammer. Also wirklich. Wenn die alten, also die Original-Genesis, heute nochmal auftreten würden, dann müssten die sich aber richtig anstrengen, um die Jungs hier zu toppen. Mann, Mann. Das geht hier richtig rund. Aber es sind halt nicht die Original. Das merkt man. Also als eingefleischter Fan merkst du das, aber da bist du nach nicht mal 2 Minuten bist du durch mit dem Thema. Weil du merkst einfach, dass die Jungs, die hier auf der Bühne stehen, bei der Genesis Tribute Show, dass da noch richtig Pfeffer drin sitzt. Da ist noch richtig was los auf der Bühne. Ne? Du kommst rein in den Saal und dann guckst auf die Bühne hoch und siehst als erstes diese 2 riesigen Schlagzeug-Sets. Und dann weißt du schon ungefähr, was dich erwartet hier. Mein lieber Schwan, geht das ab hier. Jo. Mann, Mann. Ne? Das, also, meine Güte. Ich habe mich ja gewundert. Ich habe die Jungs ja schon mal gesehen. Das war in Eckernförde letztes Jahr. Da waren die noch ein bisschen anders besetzt. Da war noch ein anderer Bassist dabei und noch ein anderer Keyboarder. Und vorhin habe ich hier mit Alex geschnackt. Das ist der Sänger von der Genesis Tribute Show. Und nebenbei auch Schlagzeuger. Kommt mir irgendwie bekannt vor von der Originalband. Aber naja. Der sagte mir, der Bassist musste innerhalb von 6 Wochen das komplette Set lernen. Da gehört was zu. Naja, bloß gesagt, mein lieber Schwan, da muss ich aber anschnallen. Ja, was sagt er? 6 Wochen. Für 2 Stunden Programm. Ne? Da hast du was zu tun. Ja, und der neue Keyboarder, naja, neu ist er nicht, der hat auch schon graue Haare, aber der ist ja nun auch noch nicht so lange dabei und der musste das auch alles, das ganze Programm in sich rein vereinnahmen, sag ich mal. Und der hatte ja auch nicht so ewig lange Zeit. Der kommt eigentlich aus der Boogie-Woogie-Szene. Da spielt er hauptsächlich Klavier und vielleicht mal ein bisschen Hammond-Orgel. Aber der hat mit den Synthesizers ja nichts zu tun. Ne? Und die sind ja hier bei Genesis, sind die Synthesizer und auch der Bass. Also das sind ja eigentlich so mit die Fundamente, die Soundfundamente von der ganzen Geschichte. Also alle Achtung, alle Achtung. Wenn ihr die Chance habt und Genesis ist bei euch irgendwo in der Gegend, da könnt ihr auch ruhig 60 Kilometer für fahren. Aber wirklich, das lohnt sich auf alle Fälle. Ja, ich bin auch heute auch das erste Mal hier in dieser Location hier in Flensburg-Weiche. Sehr schick, also wirklich schick, muss man sagen. Nicht nobel, nobel wäre das falsche Wort, es ist schick. Es ist schick hier, es ist picobello sauber. Ne, auch wenn du dann mal so runter wirst in eine Keramikabteilung und so, also wirklich, da brauchst du nicht Angst haben, dass sich irgendwas anspringt. Das ist picobello sauber hier. Und die Preise, du, kann ich ehrlich auch nichts zu sagen. Eine Tasse Kaffee, weil ich trinke ja immer nur Kaffee, wisst ihr ja, eine Tasse Kaffee kostet 2 Euro. Und der ist heiß und schmeckt gut und alles wirklich tippitoppi. Ne? Also, das ist eine Location hier. Da kannst du wirklich nur den Hut vorziehen. Also das haben die beiden hier, Anne-Marie und Peter, glaube ich, heißen die beiden, die das hier regeln. Da haben die wirklich was auf die Füße gestellt. Hut ab. Wirklich Hut ab, tiefe Verneigung. Ich habe mich hier gleich beim Reinkommen schon wohlgefühlt. Also das muss ich wirklich sagen. Und dennoch die Band jetzt dazu. Genial. Genial. Also jederzeit gerne wieder hier in Flensburg-Weiche.
Ja, ihr wundert euch jetzt, warum ich den Namen nicht sage. Nee, den Namen sollt ihr mal googeln. Ihr sollt mal rauskriegen, wo wir jetzt heute Abend gewesen sind. Also wir haben heute den 10.2. in Flensburg. Ausverkauftes Haus. Ne? Und die Betreiber heißen Annemarie und Peter. So, Nachnamen sage ich nicht. Und ja, wir von FSX Radio kommen hier bestimmt noch öfter mal her, weil hier gibt es ja nicht nur Musik, hier gibt es ja auch so hier Kunstausstellungen und sowas. Also die haben hier schicke Bilder an der Wand hängen, nicht irgendwie bloß so ein Plakat oder so, nee, richtig Bilder. Und hier steht alles mögliche voll mit Statuen. Nicht hier sowas aus dem Museum, sondern im Augenblick sind hier so Holzfiguren. Große, lebensecht große Holzfiguren. Wirklich nett hier, also super toll. Ich will jetzt aber gleich wieder, weil ich höre gerade, der Song ist langsam zu Ende. Ich will jetzt gleich wieder zurück in den Saal, weil das einfach nur genial ist. Also, wir hören uns demnächst. Erstmal.